wieder Samstag, es ist wieder früh vor 6 und ich bin wieder auf dem Weg zur S-Bahn, um eine Runde durch die Stadt zu fahren. Heute soll der Prenzlauer Berg dran sein. Mal schauen, wie weit ich komme. Mit der S-Bahn werde ich jetzt erstmal in die Schönhauser Allee oder bis zur Ortmanner Straße fahren. Mal sehen. Das Wetter ist heute besser, zumindest ist es etwas wärmer, bewölkt. Die GoPro ist im Test. Ich bin nicht sehr zufrieden damit, also einfach wegen eines Fehlers, den ich in einem anderen Video schon dargestellt habe. Aber das soll der Veranstaltung keinen Abbruch tun. Pünktlich um 5.55 Uhr. Ich bin 5.43 Uhr losgefahren. Grün. Ausgleis 3 steht für Sie bereit, S8 nach Magdeburg über Schöneweide, Ostkreuz. Bornholmer Straße. Nebel. Schon ganz schön viel los. Ich werde jetzt versuchen, in Richtung Schönhauser zu kommen. Und mal sehen, was die GPS-Aufzeichnung so bringt. Thank you.
die Husemannstraße. Die einzige Straße im Prenzlauer Berg, wo ich ab und an mal in der Kneipe war, in früheren Zeiten. Irgend so ein Park. Straße quasi meine letzte Möglichkeit, vernünftig abzubiegen. Aber mit den abgesenkten Bordsteinen haben sie es hier nicht so. Geschafft. Prenzlauer Allee, kurz vorm Alex. Und ich will jetzt abbiegen zum Mont Klamath oder zum großen Trümmerberg, wie das Ding heißt. Ehemaliger Flakbunker, 1946 gesprengt, nicht ganz verschwunden und deswegen dann mit Müll aufgeschüttet, der aus der zerbombten Stadt abgetragen worden ist. Die Straßen werden schlechter, zumindest für das gemeine Einrad. Sind wir am Fuße des Mont Klamath und versuchen mal da hochzukommen. Sollte ganz einfach sein, immer dort, wo es bergan geht. Eine interessante Steigung.
So, jetzt sind wir oben. Und wie prognostiziert, ist nichts zu sehen, alles zugewachsen. Wäre bestimmt ein klasse Blick über die Stadt, aber ist nicht. Gar nicht. Und was man sich vielleicht merken kann, für Rester lohnt sich auch nicht hierher zu kommen. Noch eine Ehrenrunde und dann soll es das gewesen sein, dann geht es weiter Richtung Friedrichshain. Das war jetzt der große Bunkerberg. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob der 48 oder 78 Meter hoch sein sollte. Es gibt noch einen kleinen Bunkerberg. Beide sind im Zweiten Weltkrieg Flakbunker gewesen. Und dann quasi, wie ich schon gesagt habe, zugeschüttet worden. Der große Bunkerberg war offensichtlich irgendwie mit Geschützen bestückt. Ist gesprengt worden, die Sprengung, da gibt es ein Foto dazu, das versuche ich nachher nochmal einzufügen. Gehört dem Bundesarchiv, muss man erwähnen. Der kleine Bunkerberg war offensichtlich, oder der kleine Flakbunker war offensichtlich für Beobachtungszwecke. Und dort wurden Teile der Berliner Kulturgüter eingelagert. Da gibt es irgendwie eine böse Geschichte. Ein Teil dieser Kulturgüter soll verschollen sein. Das Ganze soll quasi mit einem Brand getarnt worden sein. Ist aber nie richtig aufgeklärt worden. Also es gibt einfach keine Informationen. Angeblich soll man zu DDR-Zeiten erwogen haben, den kleinen Bunkerberg oder den kleinen Flakbunker nochmal aufzugraben, um quasi das zu erforschen. Aber da ist offensichtlich nichts passiert. Für Naherholungszwecke auf jeden Fall schön hier. Jedenfalls am Samstag früh um 7.25 Uhr. Ich habe genau einen Jogger gesehen, habe mich mit dem kurz unterhalten. Schön. Orientierung ist nicht ganz einfach. Ich bin auf der Suche nach dem kleinen Bunkerberg. Laut GPS müsste die Richtung stimmen, aber genau wissen tut man das nicht. Der Park ist wunderschön. Der alte Fritz. Und da vorne geht es irgendwie wieder bergan. Ich nehme an, ich bin richtig.
Jawohl, ich bin praktisch im Kreis gefahren. Peinlich, peinlich. So, die Karl-Marx-Allee. Da werden wir jetzt einfach mal rüberfahren. Wer hätte das gedacht, dass ich mal mitten auf der Karl-Marx-Allee stranden würde? Der Fernsehturm liegt noch im Nebel. Ich werde jetzt ein bisschen hier lang fahren und dann in die Warschauer einbiegen. Mal gucken, ob das hier vorwärts geht. Hey, wir sind rübergekommen. Wie war das? Das größte Stadion entworfen und Sammel weltweit. So, also ich auf der Karl-Marx-Allee, Samstag früh, im Hintergrund müsste schön der Alex zu sehen sein, also der Fernsehturm, wenn er zu sehen wäre, es ist immer noch neblig. Ich bin jetzt an der Frankfurter Allee und werde in Richtung Ostkreuz abbiegen.
jetzt. Aber noch nicht das Ende der Fahrt. Ein bisschen Saft ist noch. Rummelsburger See, vermutlich das Ende der Fahrt. Ich habe nur noch 4 Balken. Er piepst jetzt schon bei langsamem Fahren. Das Allianzgebäude ist voraus. Vermutlich werde ich am Treptower Park aufhören müssen. Schönen Dank. Schönen Dank.